Willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir sind immer noch auf Haval und das werden wir jetzt auch eine Weile bleiben. Hier gibt es halt so viel zu entdecken. Das ist anders als auf Eos oder Volt, ist es auch architektonisch mal ganz interessant. Darum bin ich jetzt hier ein bisschen am Rumstreunen. Ich wollte Streifen oder Streunern sagen. Naja, ich möchte mich jetzt nicht, so die Theorie, mal schauen, was passiert, nicht mehr zu viel damit abfinden, abgeben. Abgeben. Ja, ich möchte abgeben. Nein, ich möchte nicht abgeben. Ich gucke mir jetzt hier noch das an. Diese Crash-Site. Und dann versuche... Ja, den hier möchte ich mir noch holen. Und dann versuche ich mich hier in diese Richtung zu orientieren, wo es dann auch mit der Story weitergeht. Dass ich da hier nicht zu viel Langeweile verbreite. Aber diesen riesigen Kassen hier, den... Ui! Möchte ich mir schon anschauen. Jetzt geht es erstmal noch dahinter. Gibt es ein paar Dinosaurier. Ansonsten wahrscheinlich nicht viel. Einen Drall. Ich sprinte mal nur durch. Ich gucke erstmal, was es gibt. Oh, hier schießt irgendwas. Was haben wir denn hier noch? Das war auf der Karte irgendwie gar nicht verzeichnet. Oh, das wird bestimmt noch wichtig. Ach ja, ich habe übrigens, wie glaube ich angekündigt, mal die Leute ausgetauscht. Jetzt sind die Vetra mit dabei und der Drac. Aber nur mal, um das Ganze mal ein bisschen zu mischen. Ich denke, die zwei sollten sich verstehen. Ich durfte es keine Zicker reingeben. Die Kugel hast jetzt du geschluckt, du Held. So, das Einzige, was jetzt hier interessant wäre, ist im Moment noch nicht benutzbar. Schade, das kommt bestimmt noch. Dieses eine Ding da... Oh, hast du da eine Höhle? Ja, da möchte ich dir dein Zuhause nicht kaputt machen. Ich bin hier auch ein bisschen auf dem Dach rum. Dafür mache ich dich kaputt. Sonst kann ich da nämlich gucken, wie ich will. Oh, da schon mal her. Da schon mal her. Das hat sich ja sogar fast gelohnt. Hört mal kurz auf. Axul comforted me in my pain and rage. He had been a slave of the cat and barely escaped one of their camps. He understood the horrors our people had faced for decades under the enemy's occupation. He reminded me of who our people were before. How we had bent the stars to our wills. The cat had taken our greatest achievements, but they had never changed who we are. Axul told me of his new movement. He called it the Rokar, a name from the distant past, a group of great warriors who defended our civilization. Axul offered a chance to reclaim what the cat had taken from me, not my loved ones, but the sense of control I'd lost with them. I would never need to feel powerless again. I listened to his voice, saw through his eyes. Through his eyes? And believed in him. Der scheint ein überzeugender Mensch zu sein. Oder halt eine überzeugende Person. Persönlichkeit. Ich meine, Mensch kann er ja nicht sein. Wir sind Menschen. Ja, so ein bisschen versteckter Krimskrams. Hat er sich gerade übergeben? If those floaty remnant bots try to push us off the edge, I'll be mad. Das wäre witziger gewesen. Was tanzen wir so? Wenn wir irgendwo auf einem hohen Plateau oder so gestanden hätten. Aber jetzt, so am Boden, war der Spruch ziemlich nutzlos. Der ist so geniert, der hat Leben hier.
Ich sehe gerade nichts. Bisschen scheiße. Naja, scheint vorbei zu sein. Hm. Jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Da vorne sind noch ein paar solche Fliegerdinger. Den habe ich erwischt. Die sind aber ganz schön nah. Den habe ich quasi mit Axt gehauen, ey. So, hier ist die Crash-Site. Ich weiß gerade. Ja, danke für deine Unterbrechung. Ich weiß gerade nicht. Warum? Lasst uns mal checken. Crash Site. Oh, das ist sogar. Ist das eine Hauptaufgabe? Nö. Ist keine Hauptaufgabe, aber eine Aufgabe. Avella Kya, Curator for the Repository of History on Aya. Ah, der war das. Wir sollen hier einfach nur was recovern. Okay. Voll herum. Ich sehe doch ganz deutlich, wie du draufkriegst. Böses Viech. Na Moment, die hole ich mir noch. Komm her. Meine Güte, ey. Da hinten haben wir noch einen. Oh, da haben wir noch viel mehr. Jetzt habe ich sie angelockt. Behalt dein rotes Zeug bei dir. Das wäre nett. Leben brauche ich nicht. Okay, dann scannen wir doch mal. Beziehungsweise. Na. Jetzt, geschafft. Pilot's Helm. Aha. Das war's? Oh, das war ja einfach. Beziehungsweise übersichtlich. Andererseits, was habe ich denn auch großartig als erwartet, ne? Das ist. War halt einfach nur so eine. Finde mal was für mich. Dann habe ich dich ganz lieb Aufgabe. Naja, haben wir es gefunden. Hoffentlich haben wir es lieb gehabt. Aber war hier nicht noch irgendwas? Nö, jetzt sind nur noch diese Sachen da. Naja. Ich könnte mich jetzt da hochbeamen, um dann von der richtigen Seite zu kommen, wie ich es gerne hätte. Aber ich fühle mich noch ein bisschen abenteuerlustig. Der Wurf. Hm? Oh. Ist meine Maus gerade irgendwie schneller geworden? Das fühlt sich irgendwie komisch an. Das wird extra langsam. Nee, das ist normal. Ja, was haben wir denn da drüben? Schönes Spannendes, hä? Jedenfalls geht da voll was ab. Hinterhältig angegriffen. Jetzt habe ich dem Tier hier geholfen, was mir wahrscheinlich hier genau.
Irgendwie einen ratzenden Kopf wirft. So, gibt's irgendwas zum Scannen, sagt mir mein Scanner. Was gibt's hier denn zum Scannen, mein lieber Scanner? Was hast du entdeckt, was ich noch nicht entdeckt habe, hä? Das da? Das da? Nö. Das muss irgendwo da drüben sein. Ach so. Steht direkt davor. Ach. Hab ich gar nicht gesehen. Voll die Tarnfarbe. Schemrys. Boah, hier ist ja voll das Getier, ey. Nimm's nicht persönlich. Das mache ich bei jedem. Scheiße. Habt ihr das auch gesehen? Der hat sich noch irgendwie das Gesicht gehalten. So, nein, das ist die Vetra, ne? Das ist okay. Ich dachte schon, ich werde jetzt von vorne angeschossen. So wie hier solche blöden Kämpfer sind. Ich kann aber auch so rumzuhüpfen. So, wird schon richtigen Treffen, nehme ich an. Nein. Nachladen ist dumm. Ach, so wie ich das sehe, sind wir jetzt einmal durchgelaufen. Da ist noch eine Tür. Können wir rein. Bin ich zu kurz, hä? Huh? Ernsthaft? Schauen wir mal ganz kurz. Da bin ich jetzt nicht hingekommen. Da gab es keinen Weg. Ist jetzt auf der Seite. Hier geht es wahrscheinlich rein und rüber und dahin. Mal schauen, ob es da auch auf die Seite geht. Hm. Oh, das ist sogar bis hier reingewachsen. Oder wurde das drumherum gebaut? Ist ja cool. Pathfinder, for a moment I detected a weak energy pulse. It's gone now. Perhaps we could return later. Okay. Allerdings muss ich jetzt hier einfach nicht sein. Hier scheint es nicht rauszugehen, hier scheint es nicht rüber zu gehen. Hier blubbert ein bisschen Wasser rein. Ach, so sieht man da nichts. Das hat so ein bisschen was wie die ein oder andere Skyrim-Höhle. Nur halt eben ein bisschen futuristischer. Aber da gibt es auch ein paar so Gebäude. Also, ne, Gebilde. Ich rede heute einen Scheiß, echt. Wo richtig Flora und Fauna innen drin ist. Alles klar. Ich habe jetzt nur so das Gefühl, ich komme hier so nicht mehr raus. Also beam ich mich jetzt mal hier hin. Dann komme ich auch gleich dahin, wo ich hin will. Dann geht es dann doch ein bisschen effizienter und dann kommen wir von der richtigen Seite, was die Quests angeht und so. Zumindest so in der Reihenfolge, wie ich das gerne machen möchte. So Kriechviecher. Klack.
Pathfinder, my senses read an Andromeda plant sample nearby. Deswegen bin ich auch da. Gehen Sie mal weg. Da muss ich fahren. Ja, mach du mal. Ich gehe mal hier ein bisschen auf Blumensuche. Oh. Sehr servus. Das ist aber keine Blume. Also früher, so ganz am Anfang, hatte ich mal so richtig Schiss vor den Viechern, aber mittlerweile. Oh. Hau mal ein bisschen drauf. Und dann passt das. Wo ist sie denn jetzt, diese tolle Blume? Ah, ich komme näher. Ah, hier haben wir doch einen Pelz. Mushroom. Den der gefunden ist. So, hier geht's in eine kleine Dings rein. Und ja. Ja, wisst ihr was? Dann gehe ich hier rein. Die Turianer, das ist doch mal was. Das ist doch schön, dass ich da auch zufälligerweise die Vetra dabei habe. Ha, geil. Blättert hat's. Ey. Er hat noch einen Schuss losgekriegt, der Sack. Ich ignoriere euer Geballer jetzt mal. Ich gehe mal weiter, weil die Viecher gibt es ja wahrscheinlich ohne Ende. Licht aus? Warum? What are Turians doing out here? Those are Natanas uniforms, Pathfinder. Okay, ich muss da jetzt hier mal was Genaueres benutzen. Ich häng fest. Ich häng fest. Aus irgendeinem Grund kann ich mich nicht mehr bewegen. Was ist das für ein Scheiß? So, automatisch nachladen tut sie zumindest noch. Auch das geht nicht mehr. Haben wir es jetzt? Ne, da sind schon noch ein paar. Komm. So. Ich hänge echt hinter diesem Ding fest. Ich kann mich nur noch drehen und das war's. Och, Kacke. Doof. Was sind jetzt. Ach Mann, was ist das für ein blöder Bug? Kacke. Jetzt kann ich auch nicht speichern. Ach, weil ich habe die Konsole. Wie habe ich das? Ach, ich habe die Konsole auf. Oh Mann. Und schon geht's. Mich flankiert hier keiner. Wenn ich euch bitten darf, ja, erzählt es bitte niemandem weiter, was hier gerade passiert ist. Das ist ja peinlich. Da ist er doch. Du triffst mich nicht, du Sackgesicht, du. Haben wir es jetzt? Das
So, ihr lieben Turianer, was macht ihr denn hier? Und wo ist eure Arche? Und überhaupt? Und Fragen. So wie es ausschaut, kommt ihr ohne Dächer klar. Ich bin erstmal ein bisschen neugierig. Pavefina Perari. New entry. There's something wrong with this planet. Plants sprout up behind you, the trees whisper, and I swear something other than those aliens is watching us. Thanks, spirits, for the specter. If we survive, it's because of Avitus. Ein Specter ist auch mit dabei. Aha. Also sie haben auf jeden Fall einen mächtigen Kämpfer in ihren Reihen. Ich gehe mal davon aus, mit dem werden wir jetzt dann auch gleich quatschen. Ja, ich mache jetzt hier so unwichtige Sachen, ich weiß. Aber eigentlich wollte ich mich nur umsehen. Und wenn der Kram natürlich da steht, da liegt, da wächst, ja, dann ist es mein. So. Und ich hätte jetzt auch gerne gesagt, und schaut, manchmal findet man einfach einen Container voller geiler Sachen. Aber naja, man findet einen Container. Also gut, Chefe. Es läuft. Okay, das wird jetzt ein bisschen lahm gemacht. Shot to the gut. Painful. I appreciate the help back there. Name's Avitus Rix. Sorry if my methods seem extreme. Civilian life is trying. Ryder, human pathfinder. You former military? A specter. Special tactics and reconnaissance. Did the council's dirty work for 15 years. What, like their laundry? More like classified assassinations and espionage. The initiative was my retirement plan. Then Natanus hit the scourge and bam, woke up here. What happened? Where's the Ark? No idea. Had to break out of my own damn stasis pod. A fall like that should have killed you. Those pods are sturdier than they look. But most of the Turian population is still missing. Including Mason, our pathfinder. Sam hasn't transferred to me, so he's alive. Just don't know where. He hasn't made it back to the Nexus. Knowing Mason, he's out there looking for me. Mason dedicated his life to Andromeda. He's too stubborn to die now. We need every Pathfinder we can get. The debris and stasis pods from Natanus are scattered across the sector. Between the two of us, we should find something. You go left, I go right. Something like that. Here's my frequency. Call when you find something. Alles klar. Also der wurde... Oh, du hast gleich meine Quest für uns. Aus seiner... Ja, warte mal. Also deren Arche ist gegen die Scourge geknallt. Genauso wie wir, so ungefähr. Ja, beziehungsweise wir haben sie ja nur entdeckt. Und dann hat er sich in seinen Pott begeben und ist irgendwie rausgeschmissen worden, rausgeflogen. Also seine Rettungskapsel meine ich natürlich. Und dann sind die jetzt hier gelandet. Avitus Rix, mit dem habe ich gerade gesprochen. Wobei, ich kann da bestimmt noch mehr. Und hier ist ein Memory Trigger. Another eidetic trigger, Sam? Yes, though my memory array remains locked. Okay, den Spruch kennen wir schon. Additional triggers are required. Der hat nichts weiter zu erzählen. Okay, dann frage ich mal doch den Kollegen hier drüben. Drusha. Oder die Kollegin. I can't believe this is really happening. Thought we'd be stuck here forever. Or until the aliens killed us. We built this camp from what remained of our stasis pod. If we leave, we can't abandon our wreckage. There's debris we couldn't get to out there. We have to take it with us. Da bin ich ehrlich gesagt auf der Seite hier. You think piles of scrap are really that important right now? That scrap might include data modules, fuel cells, things we don't want hostile aliens to have. I see your point. If you find anything from Ark Natanus, tag it for recovery.
Oh, and thank you. Alles klar. Also wir sollen ein bisschen suchen. Oh Mann. Scheiße, ich hätte erst hier hochgehen sollen. Ach ja. Bei dem ganzen Kram da unten bin ich ja schon rumgelaufen. Was haben wir hier noch? Das ist alles das Zeugs. Okay. Was war hier? Search and Better Crafting. Aha. Das hier ist die Hauptstory. Okay. Also diese Sammelaufgaben, denke ich, werde ich jetzt nicht aufnehmen. Das mache ich einfach mal so. Und ja, beim nächsten Mal geht es dann weiter. Ich glaube auch nicht, dass die irgendwas... Wir können ja mal gucken. Pass auf. Wo geht's hier raus? Ich sammle mal ein so ein Ding auf. Dann werden wir schon sehen, was er zu melden hat. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwas spannend ist, dass er da irgendwie tolle Konversationen verpasst oder sowas. Das bezweifle ich jetzt mal ein bisschen. Ich hätte mich eigentlich hinbeamen können, oder? Jo, den Nickel lasse ich jetzt. Ich habe genau das Falsche angemacht. Sehr gut. Hallo? Möge er bitte... Genau, danke. Dann habe ich das Ding vorhin gar nicht eingesackt. Das ist ja auch doof. War das das? Orknatanis Debris. Tagged for Salvage. Das war ein Sitz, Leute. Ja gut, aber ihr habt es gemerkt, ne? Der hat jetzt nichts zu melden, also sammle ich das einfach mal so ein. Dann müsst ihr nicht zugucken. Und bis dahin, nicht bis dahin, auf jeden Fall. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's dann mit was Entspannendem weiter. Also, ciao.